Hallo und recht herzlich willkommen zu einem Klassiker, und zwar Die Polizei 2013, also schon ein bisschen älter. Ja, war ein Wunsch eines Users von TV Gaming, der sich das gerne gewünscht hat, dass ich das hier für euch let's playe. Und ich würde vorschlagen, ja, Profil habe ich schon angelegt, Huma mit 0 und March mit großem A. Und das Spiel habe ich damals gesuchtet bis zur Unendlichkeit. Muss mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden hier. Ich würde sagen, wir beginnen eine neue Karriere und wir spielen einfach mal das Tutorial. Also wie gesagt, das Video bzw. War auf ausdrücklichem Wunsch. Tut mir leid, dass ich es leider jetzt erst geschafft habe. Am heutigen Sonntag, also ein Tag vorm Jahreswechsel, also 4 Stunden letztendlich vorm Jahreswechsel, das hier mit reinzuschieben. Ja, das Spiel kam raus 2013, beziehungsweise da kam es dann raus, gibt mittlerweile auch die Gold-Edition. Und man fängt als Streifenpolizist an, also als Rookie. Ne? Wir kommen in den Polizeidienst. Wir machen uns jetzt erstmal wieder mit der Steuerung vertraut hier. Und gucken uns das an. Ne? Gibt immer Tagesbefehle. Dabei muss man halt gewisse Aufgaben erfüllen. Ne? Es ist immer von Tag zu Tag unterschiedlich. Mal sind wir zivil und so weiter. Mal sind wir in Uniform unterwegs. Werden wir uns anschauen. Das heißt, wir spielen jetzt gleich einfach mal das sogenannte Tutorial. Hier seht ihr dann auch das Einsatzgebiet. Ich hoffe, die Nebentöne sind nicht zu laut. So, da haben wir es. Das ist die Station mit meiner lieben, netten Kollegin March. Und ich bin ein riesen Simpson-Fan, also deswegen auch mein Name. Wie ihr es auch schon kennt, Bewegung WASDS oder WASDS, wie auch immer, DSDS. So, hier sehen wir auch schon das dementsprechende, sagen wir mal, Revier. Rechte Maustaste gedrückt, da können wir den Personen zentrieren. Mit der Umschalttaste rennen wir ganz normal. Jetzt gehen wir mal zum Ausgang. Also ist richtig Bambule. Ne? Also es bewegt sich ja auch alles. In der Polizeistation für damalige Schritte. Da ging es dann so los mit den ganzen Rettungssimulatoren, Polizeisimulatoren, Leute bewegen sich hier, ne, stehen nicht nur stock und steif, ne, wie bei aktuell anderen Spielen es so ist. Sehr detailliert war das Ganze hier schon. Steuerung ein bisschen hakelig, aber da gewöhnt man sich recht schnell dran. Ne, Tür öffnen, kommen immer zum Symbole und dann rechte Maustaste und jetzt verlassen wir mal das Gebäude. Ja, Blickrichtung, ne, kann man auch ändern. Linke Maustaste gedrückt halten. Rechte Maustaste dann wieder, um die Spielerfigur zu zentrieren. Ne? Jetzt gehen wir mal zum Fuhrpark. Und muss mal kurz. So, wollte ich euch jetzt nicht ins Mikro niesen. So, da haben wir die Autos. Ein Zivilfahrzeug und dementsprechend andere Fahrzeuge noch, ein so ein Transporter, den können wir noch nicht fahren, ein Passat und auch einen sogenannten BMW. Mit rechter Maustaste steigen wir dann ein, seht ihr, da haben wir das Symbol. Ich glaube, wir nehmen für die erste Fahrt mal den Passat, steigen hier mal ein. Ja, ne? Lenken wie gehabt, WASDS, umschalten, schneller fahren, Unfälle vermeiden, um Verletzungen halt, ja, ne, wie gesagt, muss man natürlich drauf aufpassen. So, los geht's. Zebrastreifen, ne, alles sehr lebhaft hier, hier laufen Leute rum. Alles sehr cool gemacht. So, beachten Sie Symbole im unteren Bildschirmrand. Ne?
erste Symbol F1 kann man drücken. Ne, dann gehen die Signale an, Blaulicht. Zweite ist die Sirene. Und dritte ist dann dementsprechend der Lautsprecher, wenn man ein Auto rausziehen möchte. So, jetzt parken wir den Wagen mal rechts. Der blinkt auch automatisch, wie ihr seht. Sehr schön. Rechte Maustaste drücken und dann kann man halt wieder aussteigen. So, jetzt bekommen wir einen Notruf und der wird oben angezeigt. Das sehen wir gleich. Ja. Und dann die ungefähre Position wird angezeigt, oben rechts auf der Karte. Und klicken wir da mal drauf. Ja. Da haben wir oben rechts die Einblendung in der Karte und werden uns da jetzt mal hinbegeben. Entweder zu Fuß hätten wir laufen können oder wir fahren lieber mit dem Auto. So. Und an das Ding hier. Und ihr seht auch, die Autos machen hier alle Platz. Ja, jetzt habe ich mich irgendwie verfahren. Jetzt fahre ich aus dem Einsatzgebiet heraus. Nur mal gucken hier. So. Ah, fast ein Unfall gebaut. Quetschen wir uns da mal durch. Und ja. Jetzt befinden sie sich in der Nähe. Normalerweise wird die Person natürlich nicht markiert, aber in diesem Falle wird diese Person markiert und da gehen wir jetzt mal hin. Hallo? Ich will das ausschalten. Hallo? Will gerade nicht? Okay. Technik streikt. Aha. Da ist die Person. So. Aussteigen. Hallo. So. Mit speziellen Ausrüstungsgegenständen, ne, können Sie Teammitglieder dementsprechend ja, auswählen und auch verschiedene Gerätschaften nutzen. Tab-Taste kann man zwischen den einzelnen Leuten springen. Das heißt, ich kann zu March wechseln, vom March zu mir. Machen wir mal Tab. Ne? So, verschiedene Aktionen möglich. Unterschiedliche Symbole werden dort unten angezeigt. Wir befragen jetzt gleich erstmal die Person. Ja, das macht March. Und dann nochmal eine Erklärung dazu. Zielperson. Müssen wir ein bisschen näher laufen. Rechte Maustaste. Und man hat hier dementsprechend den Kerosingeruch festgestellt. Oha. So, ne, wenn wir nicht sicher sind, ob die dementsprechende Überprüfung soweit richtig ist, beziehungsweise kann man ein PDA nutzen, um Leute festzustellen, die zum Beispiel als Brandstifter gelten, auf der Flucht sind. So, da oben seht ihr, Status, er wird zurzeit gesucht. Bedeutet, ja, der ist ein Brandstifter. Ich habe den identifiziert. Ne, der wird mich jetzt angreifen und kann auch wechseln auf eine andere Person. Ich wähle mal das Pfefferspray aus. So, klick das an und dann sprühe ich ihm das ins Gesicht, in your face. Und danach ist er ein bisschen betäubt. Man hat nicht so viel Zeit. Jetzt ist es nur im Tutorial so viel Zeit. Und dann ja, nehmen wir den guten Mann fest, würde ich sagen. Man muss auch immer in diesem Radius bleiben, damit das Ganze dann auch funktioniert. Jetzt haben wir den guten Mann festgenommen und können mit F5 oder unten das Funkgerät nutzen. Oder Funksprechgerät. Auch geil. Funksprechgerät. Und können dann den Polizeitransporter nutzen. Auch die Sprachausgabe hier sehr, sehr detailliert. Und der wird jetzt abgeholt, der Jute. Und dann war es das auch mit ihm. Glückwunsch. Ne? Wir haben den Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Ne? Fragezeichen, Symbolleiste, gibt es einen Hilfebildschirm und so weiter und so fort. Und klicken jetzt auf Weiter. Und haben 100 Punkte erzielt. Sehr schön. So. Wir hängen da noch ein bisschen was dran und schauen uns da nochmal jetzt einen weiteren Tag an,
wo wir dann auch gleich die Schicht starten werden. Und dann geht's gleich los. Tagesaufgabe 25 Polizeikontrollen mit dem PDA. Das werden wir auch dementsprechend dann gleich durchführen. Das heißt, das ist immer die sogenannte Tagesaufgabe. Und dann gibt es natürlich dann noch immer Notrufe und so weiter. So, da sind wir wieder. PDA drücken, da ist er. Und ja, keine Daten vorhanden, nicht verdächtig. Und davon müssen wir jetzt 25 Personen quasi überprüfen. Ein paar Probleme mit der Steuerung hier, muss mich da erst wieder reinfuchsen. Und da haben wir auch die zweite Person überprüft. Und gehen dann mal weiter. Ab zur nächsten. So, mal gucken, was der gute Herr dementsprechend hier hat. Nö. Ist auch nicht verdächtig. Dann nehmen wir die Person hier noch. Ja, Nummer 4. Auch nicht auffällig. Ja, läuft, ne? Ja, die Dame nehmen wir auch noch mit. Ja. Ah, den Herrn da vorne. Kommen Sie mal her, junger Mann. Nö. Weitergehen, weitermachen. So. Können auch wechseln. Lassen wir Marsch mal eine Runde ran. Und die 9. Person überprüft. Und Nummer 10. Oha, die wird zurzeit gesucht und jetzt müssen wir handeln. Verhaften, Pfefferspray sprayen und dann... Es scheint, als ob sich der Täter noch im Gebäude befindet. Sehr gut. Nehmen Sie ihn fest, bevor er fliehen kann. So, jetzt haben wir zweimal hier was. Und zwar müssen wir erstmal die Person hier abführen. Da. Polizeitransporter, bitte kommen. Und wir haben Einbruch im Wohngebiet da oben. Und da werden wir jetzt mal hinwetzen und nehmen mal den schicken BMW. Frau Lafan, los Marsch, volle Pulle. Und an das Ding hier. Da sind wir auch schon. So, aussteigen. So, ich wähle mich mal wieder aus. Jetzt können wir hier auch reingehen. Da ist so ein Pfeil. Tür öffnen. Und da ist die Person. Oh, Mist. Weg ist er. Los, hinterher. Auf, wie geht's? Irgendwie hat er so einen roten Fleck. Sollte mal waschen. Mit Knüppel können wir ihm nicht, ne, geht nicht. Hallo. Bleib doch mal stehen. Warum hältst du weg? Handschellen direkt hier, komm. Ja. So, schmucken Dauerlauf hier. So, festgenommen haben wir ihn. Und da haben wir den Täter gestellt. Und können ihn wieder abtransportieren. Und wieder jemanden dingfest gemacht. So. Steigen wir wieder ein. Und da wird er abtransportiert, der Jute. Oha, das war knapp. Jetzt fahren wir mal ein bisschen rum hier in der City. Ja, die Töne sind manchmal ein bisschen tricky. Süßer Mann, guten Tag. Allgemeine Polizeikontrolle. Ja, vielen Dank. Weitermachen. So. Auch der Gang der Frau. Man achte auf den Gang der Frau. Schön feminin. Ja, und der nächste. 11 Leute haben wir. Ah, junge Frau, kommen Sie mal her. Darf ich Sie einmal abscannen? Ja. Alles tutti soweit. So, ja, die nehmen wir auch nochmal mit. Ich glaube, die hatten wir schon, weil jetzt hat er nicht gezählt. Da sind auch so Autos, die man noch mehr scannen kann und so weiter. Auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Also sehr viel Leben auf den Straßen hier. Richtig Bambule.
Fallsparker hat man nicht gesehen. So, weiter geht's. Da können wir auch wieder ein paar Leute überprüfen. Junge Frau, kommen Sie mal bitte her. Allgemeine Verkehrskontrolle. Dankeschön. Zielort: Wüstenstraße. Oh. Einbruch in einer Villa. Ein Tresor wurde aufgebrochen, der Inhalt entwendet. Ermitteln Sie vor Ort, finden Sie den Täter und nehmen Sie ihn fest. So. Tresor wurde aufgebrochen, also ab geht's. Auf. Zu neuen Ufern. Nein, ich will das Spiel nicht beenden. Ich wollte eigentlich den Ton ein bisschen leiser machen. Ich regel mal hier ein bisschen an den Regler. Ich glaube, so ist das ein bisschen angenehmer. Ist echt sehr, sehr laut. So. Fahren wir da mal hin. Müssen wir hin jetzt hier? Hallo? Da ist die Villa. Jetzt gucken wir mal. Oh, schicker Ferrari. Oh, schicker Pool. Fahren wir direkt bis vor der Tür. Und, nee, da kommen wir nicht lang. Nö. So. Okay. Müsste eigentlich hier die Tatort untersuchen sein oder so? Da. Tatort untersuchen. F10. Mal sehen, was wir so finden hier. Was haben wir denn da? Okay. Bringen Sie das Beweismittel, das Sie am Tatort gefunden haben, so schnell wie möglich ins forensische Labor. So, das können wir jetzt ins forensische Labor bringen, damit das dann auch überprüft wird. Und finde ich auch ein nettes, cooles Feature. Wo man dann so ein bisschen auf Spurenjagd geht und viele Interaktionen hier möglich. Man kann Clubs reingehen, man kann in Tankstellen reingehen, in Banken und so weiter. Ist echt sehr cool, also macht auf jeden Fall riesig viel Spaß, dieses Spiel. Viel Abwechslung auch mit dabei und na, ich sag mal, auch das Leben hier, was auf den Straßen ist. Hier fahren Autos. Ja, das haben wir auch bei Autobahn. Polizeisimulator 2. Aber die Wachen sind hier sagen wir mal. So, machen wir es mal weiter hier. Vielen Dank, junge Frau. Ja, jetzt habe ich doppelt gedrückt. Auch toll. Und ist alles voller Leben. Hier laufen Leute rum. Man kann die hier überprüfen. Vielen Dank. Ausweis zurück, junger Mann. Er kann auch Autos überprüfen. Ne? Klicken einfach drauf. Und wir suchen jetzt erstmal hier, bevor wir die Beweisstücke letztendlich da sichern, erstmal ein paar Leute. Ah, Vorsicht, junger Mann. Allgemeine Personenkontrolle. Vielen Dank. Dankeschön. So. Danke, junge Frau. Den hatten wir, glaube ich, schon, aber machen wir nochmal. 17 Personen haben wir schon. Müssen wir hier unsere Tagesaufgabe erfüllen. Aktuell haben wir 2600 Punkte. Schönen guten Tag. Ja, danke. Hallo, junger Mann. Sie mit der Cap. Bleiben Sie mal stehen. Dankeschön. So, 19 Personen haben wir schon. Haben gleich unser Tagesziel erreicht. Er wird gesucht und jetzt haben wir das Problem. Oh, er schießt auf mich. Oh, nee. Und ich schieße zurück und ich schieße nochmal. Und hab ihn getroffen und fall um. Oh Mann. Oha. Jetzt können wir Krankenwagen rufen. Der wurde auf jeden Fall gesucht. Der liegt da jetzt ein bisschen rum. Jetzt kommt da so ein Krankenwagen. Und holt den guten Mann ab.
Schönen guten Tag. Hier gibt's nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Allgemeine Personenkontrolle. Vielen Dank. Junge Frau, kommen Sie mal her. Kommen Sie mal bei mich bei hier. Ja. 22 haben wir. So, Nummer 23. Hallo. Junger Mann, bleiben Sie mal stehen. Personenkontrolle. Ausweis. Dankeschön. So. Junge Frau. Jetzt haben wir alle fertig. Und das gibt ordentlich Punkte. Sehr schön. So, jetzt können wir zurück ins Labor. Und uns diesen, sagen wir mal, Haar widmen. Beziehungsweise das Haar dort abgeben. Und dann werden wir nach einer gewissen Person suchen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich da wieder hin muss. Da müssen wir lang. Geradezu. Blue Day, Samstag, 9.02. in der Stadthalle. Das sind auch so kleine Details. Echt cool gemacht. So, da kommen wir jetzt wieder hier in die Polizeistation. Links unser Büro. Also vom Macho, von mir. Und rechts geht's in die Forensik. So. Fahndung ausgeschrieben. Benjamin Frisch. Er hält sich mutmaßlich noch in der Stadt auf. Finden Sie ihn. Nehmen Sie ihn fest und lassen Sie ihn abtransportieren. Dann werden wir den Jutenmann mal suchen. So, ihr seht, oben wird die Uhr jetzt orange. Bedeutet, das sind die Zeit, so davon läuft. Man hat nämlich immer nur eine gewisse Zeit, bis man die Leute findet. Und, ja, muss hier irgendwo sein. Ist so rot markiert. Ich glaube, das könnte da sein. Steigen wir mal aus. Junger Mann, kommen Sie mal her. Nein, Paul Hoffmann. Das ist nicht die gesuchte Person. So. Lass mal March weiterlaufen. Nein, Sebastian Kohler. Auch nicht. Fahrzeug ist es auch nicht. Okay. Gehen wir mal weiter dort hoch. Ob wir da vielleicht... Ah, da haben wir doch einen jungen Mann. Den wollen wir auch gleich nochmal überprüfen. So, man kann hier auch reingehen, guck mal. Oder auch nicht. Nee. Ich glaube, weil ich ein PDA ausgewählt hatte, ging das gerade nicht. Aber hier kann man reingehen in den Laden. Was ist denn los jetzt hier? Spinnt wieder hier die... Oh, oh, da wird auf uns geschossen. Oh, nein, da ist er. Jetzt aber. Erwischen. Oha. Oha. Da ist er. Der Herr Friedrich. Herr Frisch. So, Krankentransporter. Da kommt er. Und da wird der gute Mann abtransportiert. Ab ins Krankenhaus. Und auch die Aufgabe hätten wir dann bewerkstelligt. Schichtende 17 Minuten. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Hier seht ihr, wie er abtransportiert wird. Und die nächste Aufgabe. Na klar, funktioniert das. Mensch. Nein, das Spiel möchten wir nicht beenden. Oha. So. Und wieder ein Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Wir haben schon 3600 Punkte. So, halt mit mal hier beim Supermarkt, fahren wir mal vorbei. Blue Monday.
So, jetzt fahren wir hier am Rand unseres Einsatzgebietes. Das sich dann je nach Status dann erweitert. So. Dann haben wir ja gleich fast Feierabend hier. Mit unserer ersten Schicht. Aber packen wir denn mal den Wagen hier. So, rückwärts einparken. Naja, sieht gut aus. So. Nehmen Sie alle bewaffneten Randalierer fest und toll. Lassen Sie sie abtransportieren. Na toll. Los geht's. Gut, schauen wir uns das mal an. Randalierer unterwegs. Wo wollen wir mal Gas geben hier? Jetzt gehen wir mal richtig Vollspeed hier. Und mach Platz da, Mensch. Da sind sie, die Randalierer. So. Die Mauer muss weg. Nein. Sofort aufhören. Festnehmen. Ersten haben wir. Der zweite will wieder, der wird lustig hier wieder. So, umschalten, Pfefferspray, ab in die Augen, verhaften. So, und den dritten, den schnappen wir uns jetzt. Beziehungsweise holen jetzt erstmal die ersten ab. Da, Funkgerät und dann abholen. Zeittransporter wird benötigt. So, und den anderen, den schnappen wir uns jetzt. Bleib stehen. Polizei. Ah, bleibst du wohl hier stehen? Junger Mann, bleiben Sie wohl stehen. Hallo. Das hat gut funktioniert. So, auch den nehmen wir noch hier. Und nehmen den auch noch fest und lassen den auch hier abholen. Fordere Polizeitransporter an. Sehr gut. So. Und dann würde ich sagen, haben wir es gleich geschafft. Mit unserer ersten Schicht. So, fahren wir mal wieder zurück. So, hier ist Sackgasse, hier ist ein Dancehouse, da kann man auch reingehen, also ein Club. Ja, das heißt, hätte ich eigentlich vorhin reingehen sollen, wo wir alle überprüft haben. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch TV Gaming hatte daran recht viel Spaß. Ja, ich würde sagen, sorry, Stimme weg. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal und sehen uns dann in einer weiteren Folge. Let's Play. Gestohlen. Suchen Sie in der näheren Umgebung nach dem Täter, nehmen Sie ihn fest und lassen Sie ihn abtransportieren. Ja. Da fahre ich jetzt mal hin. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Lieben Gruß an TV Gaming. Auf Wiedersehen, euer Homer.